Hoi. Ja, hoch. Das bin ich ja. Wir Publish ist gut. Ja, schon mal super. Gut, dass ich mich gut entschieden habe. So. Wir sind drauf. Wir sind drauf. So ist das mit diesem Internetfernsehen. So ist das mit diesen Facebook-Livestreams. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Live hier aus der Stadt der Sünde, Özlem. Aus der Stadt der Sünde bei Babylon Berlin. Weltpremiere einer wirklich historischen deutschen Fernsehserie. Schön, dass Sie, dass ihr dabei seid. Auf dem Facebook-Stream zum Beispiel von Sky Serien, aber nicht nur da. Nicht nur da, sondern auch auf dem auf Bild.de erstmal und auf dem Facebook-Livestream von Bild.de. Bild-Promis, diversen Kanälen, eigentlich überall, wo ihr wollt, könnt ihr uns jetzt zuschauen. Ja, wir sind live, wie gesagt, haben wir gerade schon gemerkt. Und wir freuen uns sehr auf eine Vielzahl von Gästen. Wir haben eine wirklich großartige Liste von Gästen. Wir haben natürlich die Regisseure dabei. Wir haben heute Tom Tykwer natürlich ganz vorne zu nennen. Achim von Borries, Henk Handlöchten und, und. Wir haben den ganzen Cast, also die Besetzung von dieser wirklich großartigen Serie. Das hat über 3 Jahre gedauert, das alles zu stemmen. Heute ist gewissermaßen die Geburt. Wir sind Geburtshelfer. Wir sind Geburtshelfer. Wir sind Hebammen gewissermaßen bei dieser ganzen Geschichte und eine ganze Co-Produktion von Sky, von ARD, das erste, aber auch von Beta-Film und X-Filme. Produzenten natürlich auch hier, Stars und Sternchen und tolle Regisseure zum Beispiel auch. Da kennst du auch einen sehr ganz gut. Tolle Regisseure. Einer, der mit der Serie gar nichts zu tun hat, aber offensichtlich sehr neugierig ist, was hier ab dem 13. Oktober bei Sky zu sehen ist. Fatih Akın ist dabei. Und ist, glaube ich, auch ein guter Kumpel von Tom Tykwer. Der hat ihn wahrscheinlich eingeladen und der ist aus Hamburg mal hergekommen und will sich das Ganze anschauen. Wir haben aber natürlich die Schauspieler hier. Das ist so eine Liste, da muss ich tatsächlich auf die Liste gucken. Allen voran natürlich Volker Bruch, Hauptdarsteller. Dein Typ? Mein Typ, ja. Wessen Typ ist Volker Bruch bitte nicht? Ich muss auch sagen, ist wirklich ist ein kerniger, guter Typ. Ja. Ja, dem kann man auch zutrauen, dass er in den 20ern, das spielt Babylon Berlin nämlich, ein Kriminalkommissar ist, der dann in der Stadt der Sünde, wie du schon gesagt hast, einem Pornoring auf die Spuren zu kommen. Es ist zwar Fiktion natürlich, aber es ist alles wirklich so natürlich auch passiert. Porno gab es natürlich schon viel länger. Eben. Und diesen Pornoring hebeln sie aus, dann kommt die Erpressung mit rein, das alles spielt Ende der 20er Jahre, Weimarer Republik, wer geschichtlich ein bisschen vorgebildet ist, der weiß natürlich, das war eine harte Zeit. Auf der linken Seite des politischen Spektrums, auf der rechten Seite gab es eben Kräfte, die diese Weimarer Republik schwächen wollten. Das ist auch ein Riesenthema natürlich. Diese ganze gesellschaftliche Situation in dieser Fernsehserie gab es so in der Form noch nie. In Babelsberg ist extra nochmal eine komplette neue Berliner Straße gebaut worden, um das alles nachzubauen. Teilweise aber auch teilweise an Originalschauplätzen, wie am Alex zum Beispiel hier in Berlin zu drehen. Es ist ein Riesenprojekt, an dem haben die Macher, die Regisseure lange gearbeitet, fast 4 Jahre tatsächlich. Super viele Drehtage, ganz viele Menschen, die daran damit zu tun hatten und involviert waren. Und wie du sagst, jetzt ist die Geburt, heute die große Premiere in Berlin, vor dem Berliner Ensemble, muss man sagen. Bertolt Brecht, wieder Geschichtsstunde, er hat dieses Theater gegründet. Es ist ein ganz besonderer Saal, in dem die Gäste und wahrscheinlich auch einige des Casts, die die ersten Folgen zum ersten Mal sehen, hier dabei sein können und sich die ersten 2 Folgen schon mal anschauen können. Es sind insgesamt 16 Folgen tatsächlich und heute dann gleich 2 Folgen, wenn es dann linear ab dem 13.10., 20.10., 27.10., ne, kann man ja alles nachrechnen, Woche für Woche, sich die Serie anschauen wird, dann wird es immer Doppelfolgen sein. Es wird also immer Spielfilmlänge von 90 Minuten haben, natürlich online, on demand, über Sky Go ist das alles natürlich dann auch in Einzelfolge sich an 45 Minuten Häppchen anzuschauen, wenn man möchte. Wenn wir immer ab und zu mal uns so umdrehen, liegt das daran, dass wir natürlich auch immer wissen wollen, wer kommt denn da? Wir wollen natürlich genau, wir drehen uns nicht weg von euch. Das heißt einfach nur, wir wollen im Blick behalten, wer da ist. Es sind tatsächlich schon 2 bezaubernde Damen da. Und wir hätten gerne die Moderatorinnen. Die sind deswegen so früh da, weil sie natürlich diesen Abend moderieren. Hallo. Aline Hallo. Ist da, Desi Velma. Vereinte Kräfte, Sky und die ARD gewissermaßen ja auch dann symbolisch für diese Fernsehserie. Wie viel Spaß macht das? Es ist überraschend toll. Nein, es bringt wahnsinnig viel Spaß und ich muss sagen, ich finde, es passt ziemlich gut. Wir haben uns vorher nicht gekannt, gebe ich zu. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war total erleichtert, als ich Jesse kennengelernt habe, weil
So, auf der Bühne muss man natürlich immer so tun, als wäre man super dick befreundet, würde auch die ganze Zeit in der Freizeit zusammen was Tolles machen. Stimmt ja überhaupt nicht. Und ja, können wir gerne häufiger machen. Und es ist eine super Idee, auch zwei Frauen zu engagieren. Mal von diesem privaten und Free-TV mal ganz abgesehen. Es ist einfach toll, irgendwie zwei Kirschen dahin zu stellen, die auch noch sich mögen und irgendwie das mögen, was da gezeigt wird. Also wir freuen uns auf diesen Abend. Wir durften schon ein bisschen was sehen und wir finden es einfach jetzt schon, wir sind einfach jetzt schon begeistert. Das ist eine super Voraussetzung. Vielleicht erklären wir das Joint Venture kurz. Wir haben gerade von Sky gesprochen, dass die Folgen ab dem 13. Oktober bei Sky zu sehen sind, aber die sind auch im Ersten zu sehen. Vielleicht kannst du mal erklären für die Zuschauer, die kein Sky-Abo haben, wie das dann abläuft. Genau, also jetzt exklusiv bei Sky und dann Ende 2018 gibt es die Free-TV-Premiere sozusagen dann im Ersten. Also und dann auch kompakt gesendet, relativ am Stück, sodass der Zuschauer relativ schnell auch sozusagen die ganze Staffel zu sehen bekommt im Ersten, im Free-TV. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt zur Vorbereitung für den heutigen Abend die ersten zwei Folgen zweimal gesehen. Und ich glaube, ich gucke sie mir sowohl auch nochmal am 13. an auf Sky und dann nächstes Jahr auch wieder. Also man kann sie echt, und das sage ich jetzt nicht, weil ich dafür bezahlt werde, man kann das echt häufiger sehen. Das ist super. Ich bin voll drauf. Ich bin ein bisschen süchtig. Ich habe erst vier gesehen. Ich brauche mehr. Sowas gab es ja im deutschen TV tatsächlich noch nicht. Ob es jetzt on demand ist oder dann in den Öffentlich-Rechtlichen. Was macht Babylon Berlin so besonders? Was denkt ihr? Naja, es ist erstmal dieses 20er Jahre, ne? Berlin in den 20er Jahren. Da hat man ja eine gewisse Vorstellung und die Vorstellung davon, dass da viel getanzt wird, viel Erotik, das ist auch da, aber es greift wesentlich tiefer als das, oder? Absolut. Ich finde es absolut einzigartig. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass man die ganze Zeit Flapper Girls sieht und nebenbei wird ein Mord aufgeklärt. Das wäre sehr schön gewesen, so. Aber es ist wirklich viel mehr und es ist damit auch echt einzigartig. Ich habe noch keinen Eindruck gehabt vom Berlin der 20er Jahre. Ich glaub, der ganz großen Öffentlichkeit sind jetzt die Hauptdarsteller gar nicht so ein Begriff gewesen bislang, Volker Bruch und natürlich dann auch Lisa Fries. Aber ich glaube jetzt so den Experten natürlich auf jeden Fall, aber durch diverse Geschichten auch schon. Aber wie findet ihr die beiden? Perfekt gecastet, muss ich sagen. Volker Bruch ist wahnsinnig sexy. Das hatten wir auch schon eben festgestellt. Nein, und das ist peinlich, denn kennt ihr das? Nein, doch. Man braucht ja so die journalistische Objektivität, wenn man so ein Interview macht. Man denkt die ganze Zeit nur so, oh, komm mal näher mit dem Mikrofon. Ich finde, der hat auch was von Mad Men in der Tat. Der ist sehr gut ausgeleuchtet und ist einfach ein geiler Typ. Und Lisa Fries, muss ich sagen, die hat wahrscheinlich das gleiche Schicksal wie Babylon Berlin. Dass viele immer gesagt haben, Berlin Babylon. Und viele auch nicht genau wussten, heißt sie jetzt Lisa Liv oder Liv Lisa. Nachdem ihr die Serie gesehen habt, wird euch dieser Fehler nicht mehr passieren. Ja, das heißt Babylon Berlin und es ist Liv Lisa Fries. Ja, und eine gnadenlos gute Tänzerin und Darstellerin, die einem sofort sympathisch ist und die man sich sofort verliebt, genauso wie in Georg Bruch, eben auch in Liv. Das sind beides, das sind beides Figuren, die man sich sofort verschießt. Also, jetzt führt ihr durch diesen Abend dann gleich nachher hier im Berliner Ensemble. Auf was freut ihr euch am meisten? Oh, mal gucken, was kommt. Auf alles. Ich freue mich auf Jessie. Ich finde es wirklich ganz toll, mit ihr das zusammen zu machen. Wir heben die Frauenquote, zumindest auf der Bühne. Ich bin gerade so ein bisschen allein hier, ne? Ja, genau. Unterrepräsentiert. Genau, ein Y-Chromosom gerade. Es kommen gleich noch ein paar Herren, keine Sorge. Ja, wir sehen sie sogar schon. Ist tatsächlich gerade, sie könnte schon mal drauf freuen, gleich kommen nämlich die ganzen Produzenten, die es alle zusammengetan haben. Ich sehe da auch Stefan Ahn zum Beispiel schon von X-Filme, auch der CEO von Sky, gewissermaßen mein Oberboss. Wir ja alles mein sehen, Oberboss ne? ist dann jetzt noch auch schon da. Können, aber wir haben tatsächlich auch diesen Monitor. Ah, sehr schön, sehr schön. Ah, wir haben vorgesagt. Ja, Mensch. Ja, also da kommt geballte Testosteron-Power gleich. Da wirst du nämlich dann. Ja, für die drei Regisseure, ne? Also Tom Tykwer sieht man, das ist Henk-Hand Löchten und in der Mitte Achim von Börjes. Und was ja auch so einzigartig ist, dass die drei wirklich zu dritt Regie geführt haben. Das sollen die uns gleich mal erklären. Also werden sicherlich auch noch bei euch auf der das werden sie bei euch noch auf der Bühne erklären gleich drin. Aber wir sind nur helfen. Wir sind deswegen so gespannt, weil ein Regisseur muss ja ein Alpha-Tier sein. Er muss ja jemand sein, der bestimmt, wo es lang geht. Nein, das funktioniert nicht. Meinst du? Nee. Teamplayer, ganz wichtig. Ja, die haben alle an den Drehbüchern mitgeschrieben. Es gab tatsächlich keine einzige Folge, an der keiner der drei Regisseure... Aber gemeinhin sagt man ja, dass die Alpha-Tiere sind. So. Aber ich glaube, Regisseure sind keine Alpha-Tiere. Ich glaube, Regisseure keine Chance. Sind echte Künstler. Die Alpha-Tiere sind die Moderatoren. Ja. Das müsst ihr auch gleich sein, wenn ihr auf die Bühne geht. Viel Spaß heute Abend. Ja. Bei der Premiere von Babylon Berlin und wir sehen uns, es soll eine Aftershow-Party geben, habe ich gehört. Im Stile der goldenen 20er. Also, we are ready, ne? Ja, genau. Sowas von ready. Alles klar. Danke, viel Erfolg.
Dankeschön. Tschüss, danke euch auch. Danke, danke. Ja, so, also das hat uns einen ersten Einblick gegeben. Jetzt bin ich was selber gespannt. Also meine These, es war nur eine These letztendlich, ne? dass ein Regisseur ein bisschen Alpha-Tier sein muss. Ja, das finden wir gleich raus. Henk Handleuchten sehe ich da. Henk Handleuchten, einer der Regisseure. Handleuchten. Genau, wir müssen herausfinden, wie man den Namen ausspricht. Bei mir haben wir uns schon, läuft das auch immer schief, bei dir auch ab und zu. Ne? Bei dir ist ein T dran, wo kein T dran sein soll. Da, die Regisseure geben Interviews. Carsten Schmidt nehme ich gerne. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. Sky, man hat immer wieder gesagt, seid doch mal ein bisschen mehr wie HBO drüben. Wir haben so viele tolle HBO-Serien natürlich im Programm. Und jetzt werden wir plötzlich zu HBO, oder? Ja, soweit ist es noch nicht. Ich glaube, HBO hat schon noch ein paar Jahre Vorteil von uns gegenüber uns. Aber ich denke, was wir hier gemacht haben, ist etwas, was HBO-Qualität mindestens hat. Ich bin total überzeugt von dem Erfolg dieses Stoffes, wie er umgesetzt wurde. Und er hat einfach dieses besondere Etwas, dass man nicht aufhören kann zu schauen. Und das zeichnet großes Serienfernsehen aus. Es ist ja richtig was auch gebaut worden in Babelsberg, diese neue Berliner Straße, wirklich imposant das mal zu sehen. Das ließ natürlich auch jetzt Luft für Spekulationen, machen wir vielleicht in Zukunft bei Sky auch noch mehr Eigenproduktion, Eigenkoproduktion vielleicht auch mit Partnern wie aktuell ARD, die Ghetto und das Erste? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir ja schon bekannt gegeben, dass wir richtig Gas geben werden in den nächsten 18 Monaten. Wir drehen gerade das Boot, wir drehen gerade 8 Tage, wir fangen bald an, den Pass zu drehen. Wir haben Grenzeland abgeschlossen. Also für Sky ist jetzt das Babylon-Berlin-Thema kein Luftballon, der mal gestartet wird und mal gucken, wie weit er fliegt, sondern wir haben eine Serienoffensive gestartet in Deutschland. Und die Bücher von Volker Kutscher lassen ja alles zu. Ja, also ich glaube, 8 wollte er schreiben, jetzt hat er bislang 6 fertig, also mal gucken, was da so kommt. Ist es auch ein Stück weit strategisch vielleicht eine Ausrichtung, dass man sagt, wir wollen das tatsächlich einfach häufiger machen? Ja, bis jetzt werden wir wahrgenommen über Fußball. Ja? Alle denken, wir sind nur Fußball, wir sind nur was für Männer. Dabei ist 75% der Nutzung von Sky eben nicht im Fußball. Und wir wollen jetzt auch mit diesen Projekten deutlich machen, dass wir viel, viel mehr sind als Fußball. Und strategisch ist es, aber eigentlich denken wir nur den Zuschauer. Und dieser Stoff schrie danach, verfilmt zu werden. Und so wie es gemacht wurde, bin ich sicher, werden viele, viele Zuschauer begeistert davon sein und mehr davon haben wollen. Beim Stoff würde ich gerne einmal einhaken noch, weil es da so ein sehr deutsches Thema ist. Es ist Berlin, also eine deutschere Stadt als Berlin, wobei natürlich sie sehr international heute wieder ist und auch damals in den 20er Jahren war. Aber warum passt das vielleicht auch gerade so richtig gut zum Portfolio, das Sky ohnehin schon in seinen Serien hat? Ich weiß nicht, ob es besonders zu uns passt. Wir waren einfach fasziniert von dem Gedanken, dass wir die Zeit 1929 in Berlin, die eigentlich nie erzählt wurde im Fernsehen, jedenfalls nicht zu meiner Kenntnis, so opulent auch darzustellen, hat uns einfach 2013 so begeistert, dass wir damals gesagt haben, jawohl, da sind wir dabei. Natürlich hatten wir ein bisschen spitzige Hände, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Und das ist ja auch ein großes Vertrauen, den man den Stoffentwicklern und den Kreativen dann gibt. Und ich muss sagen, das Risiko hat sich mehrfach ausgezahlt auf dem Weg. Und von daher, ob es nur Berlin ist oder das Ganze in Hamburg gespielt hätte, ist vielleicht ein Unterschied, aber war damals für uns nicht das Entscheidende. Wir waren einfach geflasht von der Idee, dieses 1929 und diese Zeit zu spüren und das in einen Kontext zu setzen von Kriminal, von Geschichte, von Politik und von Nachtleben. Vielleicht ein letztes Wort noch zu der Zusammenarbeit, die es ja eben in der Form auch noch nie gab, mit den Verantwortlichen von Das Erste. Wie muss man sich das vorstellen? Wie reibungslos, wie partnerschaftlich lief das dann vielleicht auch? Naja, das ist natürlich erstmal, war es für beide was ganz, ganz Neues, weil man natürlich nicht die natürliche Partnerschaft davor schon mal bewiesen hat. Aber ich muss sagen, diese Partnerschaft hat sich über die Jahre als sehr robust erwiesen, auch in den Tagen, wo es mal nicht nur gute Nachrichten gab. Und ich muss sagen, ich bin allen Partnern sehr dankbar für ihr Vertrauen am Anfang in das Projekt und in ihre Handschlagqualität während des Projekts. Und ich sage, ohne alle Partner zusammen wäre es wahrscheinlich in Deutschland zu dieser herausragenden Produktion nicht gekommen, die in Deutschland produziert wurde und die über Deutschland erzählt. Die größte Produktion einer Fernsehserie in Deutschland. Vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Dankeschön, viel Spaß. So, du musst uns ganz kurz allen, die es nicht wissen, sagen. Das war unser Geschäftsführer. Von Sky. CEO von Sky Deutschland. Genau, natürlich federführend für die Sky-Seite der ganzen Geschichte verantwortlich. Hat die Unterschriften leisten müssen, hat sich auseinandersetzen müssen mit den anderen Partnern. Mit Volker Herres zum Beispiel, dem Programmdirektor von der ARD. Das Erste, den wir vielleicht auch noch gleich begrüßen können. Mal gucken, je nachdem,
wer uns hier noch alles zugespült wird. Wir müssen wirklich ganz kurz erklären, was das Ganze so besonders macht. Wir sagen ja die ganze Zeit, sowas gab es noch nie. Klar werden Filme erst fürs Kino produziert, werden dann im TV gezeigt, aber dass wirklich so eine große Serie erst für Sky im Endeffekt produziert wird oder erst bei Sky gezeigt wird und dann im deutschen Fernsehen, das ist einmalig. Das gab es bisher noch nicht. Genau, wobei natürlich letztendlich das als Modell für Finanzierungen auch von Kinofilmen gar nicht so ungewöhnlich ist. Letztendlich auch, wenn man eine Fuck You Goethe oder andere namhafte deutsche Filme mal nimmt. Natürlich gibt es da oft, wenn man im Abspann hinten mal schaut, ganz hinten, auch dann noch Fernsehpartner, die natürlich sich dann die auch eben was dazuschießen und die dann sich damit erwerben, dass sie es dann als Erste, wenn es aus dem Kino raus ist, wenn es als DVD raus ist, dass sie dann sagen, wir dürfen es aber im Free-TV zeigen. Jeanette Hein. Ja, Jeanette Hein. Freue mich herzlich sehr. Herzlich willkommen. Gerade in der Garderobe ganz kurz gesehen. Geht's Ihnen gut? Oder darf ich du sagen erstmal? Gerne. Ich sage sehr gerne. Ich glaube, wir sagen sehr gerne du. Herzlich willkommen zur Premiere von Babylon Berlin. A long time coming, möchte ich sagen. Es hat ja echt lange gedauert, dieses Projekt auf die Beine zu bringen. Jetzt hier natürlich in Berlin zu präsentieren. Was ist das für ein Abend für dich? Wie fühlst du dich? Das ist, das ist so wie wenn man einfach wartet und man weiß gar nicht worauf und weiß, es ist einfach ein großes Wunder, was sich gleich auftut, weil ich habe noch gar nichts gesehen, nur so ein bisschen was ich nachsynchronisiert habe und ich glaube, das wird ein ganz großes Feuerwerk. Ich bin mal ganz spannend, wann war denn der letzte Drehtag gewissermaßen oder von mir aus auch dann noch Nachvertonungstag und wie viel Zeit lag zwischen diesem Tag und der heutigen Premiere? Das ist gar nicht so lange her, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt, schon Oktober, weil ich warte immer noch, auf Ende September. Schnee eigentlich, mir ging das Jahr jetzt ein bisschen schnell, das war im Sommer. Im Sommer waren so die letzten Tonaufnahmen und drehen weiß ich nicht mehr, das habe ich vergessen. Du spielst Irmgard Bender, musste ich nachgucken, das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Das macht nichts. Verrat uns ein bisschen was über die Rolle von Irmgard, über den Charakter. Sie ist eine absolut perfekte Hausfrau. Sie hält ihre Familie zusammen, ist eine liebende Mutter, besessen, also sehr leidenschaftlich, was die Ordnung des Bestecks anbetrifft und ihres eigenen Lebens und des Lebens des Mannes. Also sie rockt quasi, salopp formuliert, den Haushalt. Wie war generell der Zusammenhalt und Zusammenarbeit im Team? Auch vor allem, weil es ja drei unterschiedliche Regisseure waren. Gab es da einen Favorite-Regisseur oder darf man das gar nicht haben? Nein, ich hab nur mit dem Achim gearbeitet. Aber das Tolle war, wir haben in einer unglaublich schönen Villa gedreht und die Dialoge, alles ist so geschrieben, dass du da reinkamst und einfach gedacht hast, ich lebe da mit meiner Familie schon immer, also ein ganzes Leben lang. Also die Atmosphäre, der Herzschlag, der sich da ausgebreitet hat, der war sofort da und hat einen gepackt und mitgerissen und es war ein ganz großes Glück. Ist das dann heute auch ein bisschen wieder wie ein Klassentreffen? Man verbringt ja dann, wie lange waren es dann? Dreivierteljahr, Jahr, wie lange hat man gedreht? Insgesamt, das kann ja gut, immer wieder mal. Also in Klassentreffen weiß ich nicht. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu. Also gut, das ist natürlich schon eine Riesenbaustelle, so eine Klasse. Aber es ist auf jeden Fall Zeit, die man verbracht hat, die sofort wieder aufflammt, wenn man sich sieht und man sich erinnert. Und das ist großartig. Dann wünsche ich einen wunderschönen Abend. Viel, viel Spaß. Ich muss dir was sagen. Nein. Weißt du, was gerade passiert ist? Es ist laut. Der Bürgermeister ist einfach an uns vorbeigelaufen. Bitte? Und ist da, hinten und gibt Radiointerviews. Ich glaube, wir werden ihn heute nicht bekommen, der Bürgermeister von Berlin. Aber Müller. Wir haben dafür die Produzenten. Soll ich mal von loslaufen? Babylon Berlin. Ach so, ja, guten auf Tag. Jeden Fall. Hallo. Herzlich Schönen willkommen. Guten Abend. Hallo. Sam Evans freut mich sehr. Hallo. Herzlich willkommen. So. Wollen Sie ein bisschen nach vorne treten? Wir sagen jetzt einfach, wir haben uns hier auf du geeinigt. Ach so, stimmt, ja, wir wollten duzen. Ihr zeichnet der großen Ganzen verantwortlich hinter der ganzen Geschichte. Gerade X-Filme. Ja, das ist nämlich genau die Frage, die ich mir stelle. Wer ist denn schuld? Wer hatte denn den Stein des Anschluss? Wer hat Kutschers Romanvorlagen entdeckt und gesagt, so Mensch, daraus machen wir jetzt eine Nummer? Der junge Mann. Das war ich. Ja, ich habe das irgendwann gelesen und wir suchten aber schon gemeinsam nach einem Stoff, der in den Ende der 20er Jahre spielt in Berlin. Und dann las ich das und dann haben wir versucht, den Stoff zu optionieren. Ist uns nicht gelungen, weil er schon optioniert war, aber wir haben gedacht, wir können warten. Und das haben wir dann und dann konnten wir den Stoff erwerben zum Verfilmen und haben Tom das gegeben, der war total begeistert. Warum gerade die 20er? Was ist so faszinierend oder was war so faszinierend am Berlin der 20er? Was gab es da? Drogenmord? Das seht ihr Musik? Was gab's? Da wurde alles erfunden, was unsere Welt heute ausmacht. Das waren die ersten Jahre der Demokratie, die ersten Jahre, wo es verschiedene Parteien gab, wo Frauen auf einmal anfingen zu arbeiten, wo die ein eigenes Leben haben wollten. Von meiner Großmutter weiß ich, dass ihr
dass mein Urgroßvater die Straßenseite wechselte, als sie zum ersten Mal die Hose anhatte. Stellt euch sowas vor. Und das mitzuerleben, und das war eben das Tolle an diesen Stoffen, dass wir mit einem Helden da reingehen, der im Prinzip nichts will als seine Probleme lösen und dann auf einmal von dieser Stadt gefangen wird, von den Drogen, von dem Sex, von der, was auf der Straße passiert, die Kriminalität. Alles wird erfunden, die Politik. Ja, es war unglaubliche Sachen geschahen und die können wir eben jetzt hier miterleben mit dieser kleinen Serie. Und ganz viel Glamour, oder? Also ganz viel Glanz, Glamour, Bühne, Musik, Kunst. Das wusste man damals noch nicht, weil es wurde alles erfunden. Jetzt finden wir das glamourhaft. Unser Held, der will da nur durch, der will seine Probleme lösen, der hat seinen... Aber der Held hat da einige Probleme, ne? Ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen das sehen können, was wir heute Abend hier zu Gesicht bekommen. Ja. Man ist sehr gespannt, was da noch alles für Abgründe möglicherweise sich in dem guten Gerion-Rat Uskölle, Skölle am Ring auf... Kurz Frage, wo ist denn dieser Apotheker von der Severin-Apotheke gecastet worden? Erinnert ihr euch? Ein ganz bekannter Schauspieler, den wir einfach über unsere Casting-Agentur gefunden haben und der das einfach großartig macht. Na? Aber das muss man schon können. Das muss man. Und ich bin ziemlich neidisch. Also. Ich habe noch eine kurze Logikfrage. Wir sehen diese 16 Folgen jetzt erstmal bei Sky, richtig? Und dann in einem Jahr im TV. Genau. Können Sie uns kurz diese Logik erzählen, auch diese ganze Mini-Debatte über GEZ-Gebühren? Wer hat was gezahlt? Warum wird es jetzt erstmal bei Sky gesendet, dann im TV? Wie läuft überhaupt sowas ab als Produzent? Normalerweise werden Fernsehserien, wie wir die in Deutschland so kennen, nämlich abgeschlossene Geschichten, 45 Minuten, die werden von einem Sender beauftragt. Was wir jetzt hier ausgeben, wir geben 5, 6, 7 Mal so viel aus, was eine normale Fernsehserie gibt. Und das haben wir eben das Know-how eingebracht vom Kinofilm, wo man verschiedene Finanziers, verschiedene Verwerter zusammenbringt, die hintereinander verwerten. So ähnlich wie man das kennt vom Hardcover zum Hörbuch, zum Taschenbuch oder im Kino. Zuerst Kinostart, dann DVD, dann VOD, dann Pay-TV und dann Free-TV. So ähnlich ist es hier, nämlich man verbindet Menschen. Jeder muss nicht mehr bezahlen, als er ansonsten auch bezahlt. Also die ARD nicht mehr wie für einen Tatort, Sky nicht mehr wie für so eine amerikanische Serie und so weiter. Und dann hat man etwas zusammen und kann eben auch in Deutschland mal was machen, was ansonsten nur die Amis können. Und so. Und was anders ist. Und wenn wir wollen, dass das im Free-TV läuft, dann müssen wir solche Finanzierungsmodelle auch vornehmen, ausführen. Ja? Das ist ganz wichtig. Und wir wollten das von Anfang an. Wir wollen das nämlich einer breiten Masse zuführen und nicht nur dem Netflix-Sky-Zuschauer. Aber Uwe Scholl, ihr wart es ja auch letztendlich, die alle Parteien an einen Tisch gebracht haben. Genau. War das eine schwere Aufgabe oder schießt man auf relativ offene Ohren? Man muss auch immer mal Glück haben. Ja? Weil da tauchten gerade so seltsame Gestalten wie Amazon und Netflix am Horizont auf. Das war ja vor 4, 5 Jahren. Und da war dann das Bedürfnis der überkommenen, schon etablierten Parteien, doch mal miteinander zu reden, schon ein bisschen größer. Also man muss auch ein bisschen zum rechten Zeit kommen mit einer guten Idee. Und man muss auch sagen, alle wollten so eine Geschichte erzählen. Und deswegen haben sich alle in ein Boot gesetzt und hatten die gleiche Vision. Und da gab es auch überhaupt keine Diskussion oder konträre Meinung. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Michael, was sagen? Und es ist ganz wichtig, dass wir auch noch die Förderer und unseren Weltvertrieb dabei hatten, damit das Risiko wirklich auf 4 Parteien, also X-Filme, Beta, ARD und Sky, das sind die 4 Firmen, die das geschultert haben, die das gemeinsam machen wollten und diese gemeinsame Vision hatten. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben gerade, denn die Stars, der Cast muss gerade unwahrscheinlich viele Fotos machen. Ich fände es spannend, Volker Kutscher, wie hat das aufgenommen? Wie hat er letztendlich reagiert, als, ich schätze mal, ihr ihm gesagt habt, wir machen da eine riesen Nummer draus? Am Anfang hat er sich natürlich gewundert, oh, es gibt doch große Veränderungen. Und dann ist er immer mehr Fan geworden, weil er auch ein unfassbares Wissen hat über diese Zeit. Und natürlich kann man es auch immer ein bisschen anders erzählen. Und ich glaube, er war auch ganz froh, nicht dasselbe nochmal erzählt zu bekommen, sondern aus anderen Blickwinkeln, nämlich quasi als ob er im Kopf des Lesers wäre, der natürlich seinen eigenen Film aus seinem Roman macht. Und so ist es nun mal. Also es war faszinierend zu sehen, als Volker das erste Mal gesehen hatte, war er im besten Sinne sprachlos. Also es war bei uns im Kino und er ist da rausgekommen und er musste einmal tief durchatmen. Und das war einfach das größte Kompliment, was er uns allen machen konnte, dass er da mit vollem Herzblut dabei war. Das ist ja nicht immer so, ne? Es gibt natürlich auch Autoren, die dann später ihre Werke auf der Leinwand sehen und sagen, naja, das hatte ich eigentlich... Das ist auch immer ein Risiko. In dem Fall war es nicht so. Deswegen, wir freuen uns drauf. Vor allem, das sind ja so viele Bücher. Er hat es auf 8 ausgelegt, glaube 6 sind derzeit fertig. Genau.
Wir machen weiter. Wir können das noch ein bisschen machen. Ganz in unserem Sinne. Einen wunderschönen Abend. Dankeschön, und vielen Spaß. Dank für die Idee. Dann warst du also. So. Uwe Schott war es. Haben wir geklärt. Was klärst du da? Ich habe was geklärt und zwar zwei der Darsteller. Guten Tag. Schönen Michel. Guten Abend. Sehr gut. Ja. Wollen wir ein bisschen nach vorne? Wir sind so weit weg. Gerne. Es ist die Premiere von Babylon Berlin. Was lange währt, wird natürlich gut. Habt ihr schon ein bisschen was sehen können? Ja, letztes Wochenende haben wir eine Teampremiere gehabt. Ein Wochenende lang die ganze Serie durchgeguckt. Der Armenier ist ein ganz böser, habe ich so das Gefühl. Ich habe nur zwei Folgen bislang sehen können. Und das, was hier heute noch die Premierengäste zu Gesicht bekommen. Hat er auch irgendwie eine andere Seite oder ist er nur böse? Nein, er ist gar nicht böse. Er ist konsequent nur? Er ist konsequent, kriminell, gefährlich. Aber böse würde ich nicht unbedingt sagen. Aber es muss jeder selber entscheiden. Wie habt ihr denn diese Riesenkulisse erlebt? Dieses Riesentram-Tram um diese große Serie, um die große Geschichte auch. Wie ist das am Set? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ganz toll, weil man kommt dahin und es ist wirklich, als wird man getragen von dieser Atmosphäre dieser Zeit. Weil einfach alles so aussieht, die Kostüme, die Maske. Und das ist einfach so toll, wenn man dahin kam ans Set, war man sofort irgendwie drin. Es war wirklich sensationell. Lässt man da was mitgehen eigentlich? Was mit? Naja, das sind ja tolle Sachen, Kleider, Haarschmuck, irgendwas. Ich habe einen Teil von der Berliner Straße mit nach Hause genommen. Ja. Wo ist die jetzt? Bei dir in der Wohnung? Bei mir im Keller. Wo ich jetzt demnächst aufbauen. Michel, wir haben auch schon gehört, eben, dass also Jeanette Heinz zum Beispiel hat gesagt, sie hat hauptsächlich, um mich zu sagen, ausschließlich mit Achim von Borries gearbeitet. Wie war das bei euch beiden? Ich durfte mit allen dreien arbeiten. Ich auch, mit alle Tom, drei. Ich hatte Achim alle drei. Und Hendrik. Ja. Alle drei. Und mit Jördes auch. Aber gibt's nur ganz kurz. Darf man da sagen, wem man da lieber arbeitet? Oder gibt es da überhaupt sowas wie die Präferenz? Darf man sich die erlauben? Diese Frage stellt sich für mich überhaupt nicht, weil es ist einfach eine Riesen... Ja, hört sich jetzt kitschig an. Es ist eine Riesenfamilie. Es ist wirklich so ein riesen, unglaubliches Team gewesen. Die Frage stellt sich nicht. Echt. Was habt ihr heute vor? Ich habe gehört, es gibt noch eine Riesenparty im Stile der goldenen 20er. Wird getanzt, wird also was getrunken. Tanzt du, Michel? Er hat das einstudiert. Oh. Eine kleine Vorpremiere. Naja, später. Seid ihr eher... Ihr sitzt dann eher in der Ecke. Ich habe noch nicht genug Absinth. Das ist erst 20er Jahre. Sorgt mal dafür, es geht gleich los. Vielen Viel Dank. Spaß. Vielen Dank. Tolle Premiere schönen und schönen Abend. Michel Matijevic. Michel spielt nämlich in Armenien. Und ich kann so viel schon mal verraten. Der ist, wie er es gerade gesagt hat, anscheinend nicht böse, aber er ist skrupellos. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön. Bist du, ist es gerade, ich duze, wir duzen ja. Heute einfach mal, ne? Zu viel Trubel, ist es gerade richtig für so eine Premiere oder wie geht's dir gerade bei der Premiere von Babylon Berlin? Also ich freue mich erstmal riesig, deswegen kann der Trubel nicht groß genug sein und das ist ja quasi auch eine Familienproduktion. Mein Mann hat ja hier nun auch mitgeschrieben und Regie gemacht, also ich begleite das Projekt ja nun auch schon eine gewisse Weile und insofern freue ich mich und kann es eigentlich nicht glauben, dass es heute Weltpremiere feiert. Ich bin sehr aufgeregt und stolz. Ich kriege den Namen nicht mehr hin von dem Charakter. Elisabeth Binke. Ja, das ist die Wirtin, die als erstes quasi irgendwann dem wirklich plötzlich obdachlos gewordenen Gerion gewissermaßen eine Obhut gibt, aber auch schon andere Gäste hatte. Mhm. Viel mehr weiß ich noch nicht. Was dürfen wir uns noch bei deinem Charakter freuen? Na, es gibt ein paar Überraschungen, die ich natürlich nicht verraten werde, aber das war eine sehr schöne Rolle, weil auch sie sehr typisch für die Zeit ist, eine Witwe durch den Ersten Weltkrieg verwitwet und die muss ihren Lebensunterhalt alleine bestreiten und das fand ich interessant, dass es dem Gesamtpanorama dieser 20er Jahre nochmal so eine Facette gibt. Und durch die Nähe eben auch zur Regie und zu dem ganzen Projekt über viele, viele Jahre weg, wie viele Jahre eigentlich, also wann fingen denn da die ersten Ideen an? Also ich sage jetzt immer 3 Jahre, aber wahrscheinlich war es sogar noch vorher, aber es waren 3 sehr intensive Jahre. Und dann ist es heute gewissermaßen die Geburt zumindest für die Öffentlichkeit. Wie ist das auch Erleichterung? Ist das Stolz? Ja, das ist alles. Ich freue mich riesig, weil es war ein langer Weg und ich bin sehr, sehr stolz. Und bin auch sehr froh dabei zu sein, dass ich eben auch mitspielen darf und hier nicht nur die Frau von hätte mich auch schon gefreut, aber als Schauspielerin dabei sein ist natürlich bei so einer Serie großartig. Wie bereitet man sich eigentlich vor? Zeitzeugen ist ja schwierig, wenn es um die 20er geht. Klar gibt es sicherlich auf YouTube irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder und Musik, da kann man sich auch orientieren, aber wie kommt man in das Gefühl,
eine Frau zu spielen, die in der Zeit gelebt hat. Also ich muss sagen, dass ich mich eigentlich meinen Lebtag schon mit den 20er Jahren auch privat beschäftige. Es hat mich immer schon fasziniert. Insofern weiß ich eigentlich schon relativ viel. Ich habe jetzt bei der Rolle, habe ich so Haushaltsbücher aus der Zeit gesehen, weil sie ist ja so, sie macht ja so, den, schmeißt den Haushalt. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Wie wischt so eine Frau den Boden? So was, solche Szenen gibt es halt auch. Und da habe ich in so einem Buch geblättert, was ich von meiner Oma irgendwie geerbt habe. Wie kocht man? Was für Mittel gibt es? Wie sieht die Küche aus? Das fand ich einfach jetzt so, dass man so ein paar Tätigkeiten weiß. Aber so die 20er Jahre, da weiß ich schon immer sehr viel. Ich mache ja auch so einen Abend, das Kunst deiner Mädchen aus den 20ern. Da trete ich auch mit viel auf. Insofern ist mir die Zeit sehr nah. Es ist eine faszinierende Zeit tatsächlich. Darum schön, dass diese Zeit auch in dieser Serie aufgegriffen wird. Viel Spaß bei der Premiere. Ich habe gehört, auf der Party wird 20 Style gefeiert. Ich bin begeistert. Ich freue mich. Sehr schön. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Wir haben schon gleich den nächsten Leonie. Wenn du uns beehren würdest und uns und den Zuschauern, die uns live auf diversen Online-Streams, auf Bild Online und auf Facebook Live von Sky Serien zugeschaltet sind, ein bisschen was über deine Rolle, deinen Charakter erklärst. Greta Overbeck aus Gröningshusen am Darß ist aus Norddeutschland und ist nach Berlin gekommen, um einen Job zu finden, wie so viele in der Zeit, und wurde im Stich gelassen und ist auf der Straße, wenn wir sie treffen. Und kennt aber Livs Figur, Charlotte Ritter, noch von früher. Und wir werden auf der Straße klingt spannend. Ja. Was genau macht sie auf der Straße, oder wollen wir das noch nicht verraten? Naja, da versucht sie zu überleben. Also sie ist obdachlos, okay, sozusagen, zu Beginn. Aber eigentlich ist sie Dienstmädchen, findet da. So, nein, mehr verrate ich jetzt nicht. Ist ja nun mal ein Riesenprojekt, das da über Jahre gewachsen ist und letztendlich heute zur Weltpremiere kommt. Eine Geschichte, die es auch noch nicht gab in der Produktion. Letztendlich ARD und Sky haben das alles geteilt. Aber eben auch drei Regisseure. Also das ist ja auch nicht alle Tage, dass man mit drei so großen, namhaften Regisseuren zusammenarbeitet. Wie ist das? Statt nur einem? Es ist großartig. Ich war total skeptisch. Ich war, als ich zum Casting gegangen bin, war ich noch auf der Schauspielschule in London und wusste so überhaupt gar nichts von irgendwas, was gerade in Deutschland los war. Und dann kam ich da an bei Simone Bär und dann hieß es, drei Regisseure, 16 Bücher, und ich hatte nur zwei Szenen. Und dann waren die aber so toll geschrieben. Und dann ging es drehen los und ich war sehr gespannt, weil Regisseure sind ja doch immer sehr unterschiedlich und dann versucht man dieselbe Figur irgendwie mit drei verschiedenen Perspektiven irgendwie zu erzählen. Aber ich habe es jetzt am Wochenende alles gesehen und es macht komplett Sinn, weil die Figuren sind gut geschrieben und die Regisseure haben ja auch zusammengearbeitet und alles zusammen erschaffen und sich irre gut abgesprochen. Ich wusste natürlich, welche Szene ich mit wem gedreht habe, aber ich hätte es auch vergessen können. Es war ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Hoffentlich dann heute auch die Premiere mit den ganzen Kollegen, die man jetzt hier auch eine Zeit lang nicht mehr gesehen hat, oder? Ich habe ein paar am Wochenende gesehen. Wir hatten eine ganz tolle Teampremiere, aber ein paar habe ich nicht gesehen und es ist sehr, sehr schön, ja. Dann wünsche ich einen sehr, sehr schönen, tollen Abend bei der Premiere. Dankeschön. Viel Spaß. Es geht gleich weiter. Wo? Haben wir schon? Ich weiß gar nicht, es stehen hier Produzenten, Schauspieler. Anton, hallo. Schönen herzlich guten willkommen. Abend. Hallo. Wie geht's dir? Ja, super. Ja. Aufregend, oder? Ja. Endlich ist die Serie draußen. Ja, endlich ist sie draußen. Wir haben es ja schon als Team alles zusammen gesehen letztes Wochenende. Und, das ist ein bisschen gemein. Das haben wir jetzt ein paar Mal von deinen Kollegen gehört. Ja. Am 13. Oktober läuft sie erst auf Sky. Heute seht ihr und eure Gäste das nochmal. Jetzt müssen wir ein bisschen was verraten, sonst wird es wirklich gemein. Nein, du musst ein bisschen was. Wen du spielst zum Beispiel? Ich bin Stefan Jänicke. Ich bin der junge Kommissaranwärter und... Naja, ich darf jetzt natürlich nicht zu viel verraten, weil sonst ist es ja natürlich Spoiler. Aber ein bisschen Storyline, die gibt es ja auch schon. Ne? Vielleicht kannst du uns zumindest verraten, wir sprechen hier von groß, 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 episch. Wie sind denn solche Dreharbeiten? Ist das alles so episch, wie man sich das vorstellt? Oder ist man dann im Endeffekt in einer kleinen Kulisse und es sieht dann im Fernsehen viel größer aus, als es ist? Na, es ist natürlich wirklich so episch. Also wenn man da in der Berliner Straße, die neu aufgebaut ist, also dann, und dann fährst du mit so einem 20er-Jahre-Auto und dann geht die Szene los und die ganzen Komparsen sind eingestellt und dann spielen die da Leben und dann bist du wirklich im 1929 und es ist wirklich so episch. Also es ist genauso episch zu spielen, wie es auch aussieht. Also ja. Wir hatten ja mit den 20ern nicht so viel zu tun, also unsere Altersklasse, deine noch weniger als meine. Das war eine Zeit zwischen Inflation oder nach der Inflation und kurz vor der Weltwirtschaftskrise oder mittendrin, zumindest da setzt die Serie an. Hättest du gern in den 20ern gelebt? Wie war so die Männerrolle, wie war die Frauenrolle, wäre das was für dich gewesen?
Ja, also Männer-Frauen-Rolle weiß ich nicht, aber ich hätte sehr gerne in den 20 Jahren gelebt, weil, also was ich ganz toll fand, dass man sich, also da haben sich ja alle, also zumindest auch bei uns in der Serie, immer so schön angezogen, ne? Also du ziehst den Anzug an. Man durfte sich noch schick machen, ne? Man durfte sich noch schick machen, es ist auch völlig normal, dass man sich schick macht. Und ich fand auch immer, wenn ich zu den Dreharbeiten gekommen bin, du machst dich schick und dann hat man eine ganz andere Haltung. Und und ich glaube, es war in Berlin auch eine tolle Zeit, also auch mit der Musik und dem Tanz, also das Charleston fand ich ganz toll und also ich hätte gerne in den 20er Jahren gelebt. Also ich hätte auch gerne in Stummfilmen gespielt, muss ich sagen, weil das ist ja auch die Zeit, in den Anfang der 20er Jahre kamen ja die Stummfilme. Vielleicht kommt das ja auch nochmal zurück. Vielleicht kommt es auch nochmal zurück. Ich würde mich freuen. Ich würde sehr gerne im Stummfilm spielen, ja. Du hast ja heute 3 Mega-Regisseure hier, mit denen du auch nachher feiern wirst. Vielleicht kannst du es ja mal ansprechen. Vielleicht ist es das nächste Projekt. Ich hoffe, dass es das nächste Projekt ist, ja. Dankeschön, viel Spaß heute. Bis bald, ciao. Ciao, schönen Abend. Henning Peker, wunderschönen guten Abend. Bisschen was über Ihre Rolle gern noch. Ich spiele einen kriegstraumatisierten Junkie, der illegale Geschäfte macht und zum Polizeispitzel gepresst wird. Gleich auch in der ersten Doppelfolge auch gleich mal eine recht prominente Rolle hat, da auch schon mal ein bisschen reingucken dürfen. Aber ohne zu viel vielleicht verraten zu wollen, inwiefern hat Ihr Charakter noch eine Chance, sich zu entwickeln auch? In der Serie? Ja. Wenig. Also der hat ein sehr turbulentes Leben aufgrund seiner katastrophalen sozialen und gesundheitlichen Situation. Aber es wird eigentlich immer nur noch schlimmer. Es ist so eine traurige Figur, finde ich. Muss es auch geben. Es gibt die strahlenden Helden, die auch gar nicht mal so strahlend sind, wenn man an Volker Bruch, an Gerion Rath denkt. Aber es gibt eben auch die Abgründe. Die Abgründe und immer wenn es glamourös wird in der Serie, gehe ich nach Hause. Die muss man erstmal darstellen können. Vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön. Danke. So, ich habe nicht zugehört. War das spannend? Ja, absolut. Ich habe nur immer ein Auge drauf, auch weil ich weiß, dass inzwischen natürlich Liv-Lisa Fries sehr in unserer Nähe bereits ist. Die Hauptdarstellerin Charlotte Ritter und natürlich auch Volker Bruch. Und wenn Volker Bruch, oh, er kommt zu uns. Özlem, du musst jetzt nicht nervös werden. Du musst nicht nervös werden. Volker Bruch ist da. Jetzt streitet euch doch nicht. Volker Bruch, herzlich willkommen. Bitte einmal ein bisschen nach vorne. So. Allen wird unterstellt, oder jeder Frau auf diesem Teppich wird unterstellt, dass man ganz nervös wird, wenn man dich anguckt. Es stimmt. Es stimmt. Ach, und gleich die beiden. Genau. Herzlich willkommen. Wir sehen uns hier selber. Wir haben einen Monitor unter der Kamera, darum winken wir jetzt mal. Make-up sitzt, alles sitzt noch, ne? Die Hauptdarsteller, vielleicht kurz zur Erklärung, Liv-Lisa Fries und Volker Bruch. Hallo, guten Abend. Hallo. Wie ist der Teppich bisher für euch? Das ist der große Abend, die Premiere von Babylon Berlin endlich hier in Berlin am 13. Oktober dann auch endlich bei Sky zu sehen. Wie erlebt ihr den Abend bisher? Sehr aufregend. Also bis jetzt bin ich irgendwie in der letzten gefühlten Stunde nicht sehr weit gekommen. Also von die 10 Meter bis hierher. Und Volker ist immer da, das ist irgendwie sehr schön und so schön, wie es beim Dreh auch war. Sehr beruhigend und entspannend, ihn zu sehen. Ihr seid das neue Tag-Team des TVs quasi, das Traumpaar kann man gar nicht sagen. Oder läuft da was? Nein, ihr habt ein berufliches Verhältnis zueinander. Wir haben ein berufliches Verhältnis zueinander. Also nicht im Privaten, ich meine in der Serie. Wir haben auch im Privaten berufliches Verhältnis zueinander, ja, das stimmt. Okay, ich setze nochmal an. Was genau macht ihr in der Serie? Wen genau spielt ihr? Gar nichts, wir beide so stille. Also ich spiele die Stenotypistin Charlotte Ritter, die aus der Unterschicht kommt und eine sehr aufstrebende und moderne junge Frau ist, die sehr ehrgeizig ist, aber ich würde sagen im besten Sinne, also ohne negativ überambitioniert zu sein. Und ja, und trifft dann im Laufe der Serie irgendwann auf Gerion Rath. In einer sehr lustigen Szene, wo die Fotos ausgetauscht werden und das ist ihrs und das ist wohl ihrs, wie sie sich kennenlernen. Wie sehr wird man dann letztendlich irgendwie eins mit Gerion Rath? Ich glaube schon, dass man so ein bisschen Berlin kennenlernt mit Gerion Rath, weil auch Gerion fremd ist in dieser großen, wilden Stadt und dann hat man so ein bisschen die Chance, mit ihm das Berlin der 20er Jahre kennenzulernen. Und was hat man da alles herausgefunden? Und vielleicht auch über Gerion Rath selber oder findet man auch was über Volker Bruch dabei raus? Ah, gute Frage. Das wird jetzt in 2 Folgen so ein bisschen schwierig sein heute Abend, aber man hat ja zum Glück noch ein bisschen was vor sich. Über Volker Bruch findet man vielleicht auch was raus, ja. Weiß ich nicht, könnte sein.
Was findet man dann über die goldenen 20er raus? Es war eine sehr spannende Ära. Wir haben natürlich kaum Zeitzeugen, aber es gibt genug Musik und Kunst, politischen Nachlass. Also man weiß ein bisschen was. Aber was habt ihr über diese Zeit, diese Epoche herausgefunden? Überhaupt habe ich mich erstmal mit der Zeit beschäftigt und ich wusste gar nicht so viel darüber. Ich hatte nur Cabaret gesehen mit Liza Minnelli und den Film von Achim von Burris, Was nützt die Liebe in Gedanken? Das waren eigentlich so meine zwei 20er-Jahre-Erlebnisse und ich bin eigentlich in eine sehr stinkende als auch sehr duftende Zeit eingetaucht. Also ich glaube, der Kontrast ist sehr hoch zwischen Ekstase und Tanz und dem eben sehr hellen Nachtleben. Und vielleicht auch ein Nachtleben mit Abgründen, mit vielen Drogen und Exzessen und Ekstase. Und auf der anderen Seite ein Arbeitermilieu und sehr, sehr arme Menschen. Und ich glaube, dass mit Babylon Berlin wirklich ein Potpourri und wie ein Panoptikum eigentlich dieser Zeit gesellschaftlich wie individuell gezeichnet wird. Und das sehr komplex. Und ich glaube, wir können uns alle darauf tatsächlich freuen. Also wir haben es schon gesehen und finden es ganz okay. Wir finden es sehr gut. Dann freuen wir uns auch drauf und dann wünschen wir einen... Aber es ist tatsächlich eine Zeit, in der relativ wenig erzählt wurde bisher. Die Weimarer Republik wird so ein bisschen ausgelassen. Ab 33 meistens geht's los, ne? Es ist schade, weil das tatsächlich eine Zeit ist, in der viel los war und wo die Kontraste eben so aufeinander treffen, dass das ein Nährboden für Geschichten ist eigentlich. Und dass diese Geschichte jetzt da in den 20er Jahren spielen darf, ist es, ja, macht Sinn. Eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Die darf ich nicht vergessen. Das fand ich so interessant, als ich gelesen habe, dass du dich auch, um dich vorzubereiten auf diese Rolle, die Parfums von damals gerochen hast. Stimmt das? Es gab eine ganz tolle Ausstellung im Ephraim-Palais, Tanz auf dem Vulkan hieß die. Und da gab es auf der obersten Etage eigentlich eine Duftetage, wo der Duft der Zeit einfach zu riechen war. Und da gab es auch diese Parfums zu riechen, genau. Wie hast du dich vorbereitet? Hast du an Parfums gerochen oder... Ich habe nicht an Parfums gerochen. Nee, ich hoffe, man riecht das nicht in dem Film. Ich habe die Drehbücher gelesen, von vorn bis hinten und von hinten bis vorn. Also das war sozusagen... Weißt du, und das hättest du auch mal machen können, Liv. Ich habe nur die Parfums gerochen. Da gab es ja einige Drehbücher, ne? Also es waren irgendwie 600 Seiten Buch, die wir da irgendwie jonglieren mussten tatsächlich. Das heißt, das haben wir irgendwie rauf und runter dekliniert in der Vorbereitung. Das könnte ja jetzt auch eine Rolle werden, die eine Zeit lang hängen bleibt. Ne? Letztendlich, es gibt von Volker Kutscher bislang 6 Bücher. Wir haben jetzt hier diese erste Staffel, ist ein Buch davon. 8 könnten es werden irgendwann mal. Ja, das ist der große Plan. Also das ist mehr als Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik jemals erreichen konnte. Das wäre der große Plan, ja. Also wir wollen da alle die nächsten 20 Jahre damit verbringen, wenn das dann klappt. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Wir Viel Spaß. Uns drauf. Tollen Abend. Dankeschön. Danke. So, Severia ist übrigens auch noch in der Nähe. So, now we're going to switch to English. Oh, we have to switch to English. Hi, how are you? I'm good. Welcome. Thank you. I got to say, I had a little sneak peek of your character. Mm-hmm. I was like, oh my God, this girl is evil. Yeah. Tell us a little something about your role. Those blue eyes look so innocent. I haven't seen anything. So, but you acted. Yeah, it's easier for me right now to talk about it because I haven't seen an episode at all. I just remember the time when I was doing it, and it was great, really. Did you have any personal relations to the Roaring Twenties, as they were called? No. I just adored that period as a fashion one because I love the fashion of that period. And that's it. So I take it you kept some of the costumes you were wearing during the shooting? I wish I could. But I couldn't. And I couldn't. But give us then the viewers just a little hint maybe about what your character is like and how important it is. Oh God, it's so twisted, you know. That's a good word. Yeah, she's absolutely in between, you know. Position, because I'm a Lithuanian actress who's got in Berlin, so I'm also like in between, you know. I'm not from like Russia and I'm not from USA. I'm from between, in between, you know. So my character is someone like that. Very twisted. She's twisted. Thank you very much. She's twisted. He's and she's twisted. Sounds very interesting. Thank you so much. Have a great premiere. Have a great premiere.
So, wollen wir kurz übersetzen? Ich habe kaum zugehört. Es geht ja um ihre Rolle, wo es tatsächlich ja auch ein Er, eine Sie. Sie ist tatsächlich sehr vielschichtig, sehr twisted, sehr verschroben letztendlich. Ich habe mir auch schon ein bisschen reinschauen können. Und ich will nicht zu viel verraten. Aber nee, ne? Letztlich, sie ist einfach facettenreich. Nennen wir es facettenreich und kann mit Männern, kann mit Frauen, kann aber auch mit politischen Seiten und Gegenspielern und ist gefährlich. Gefährlich. Ich glaube, die blauen Augen sind ein ganz gutes Indiz dafür. Babylon Berlin läuft ganz bald bei Sky heute Abend. Hier in Berlin zeigen wir gleich zwei Folgen tatsächlich für alle, die jetzt gerade zuschalten und sich fragen, was machen die da überhaupt. Wir hatten schon einige der Hauptdarsteller vor der Kamera. Wir warten noch auf die Regisseure. Ja, ne? Wo sind die eigentlich? Ich schaue ein bisschen. Ich sehe Tom Tikva dort hinten wahrscheinlich. Ich schaue ein bisschen suchen. Tom Tikva. Das wäre sehr schön, wenn wir Tom Tikva noch bekommen könnten. Er macht eine kleine Pause, die es verdient. Sonst sind die meisten schon reingegangen. Können wir da hingehen? Möglicherweise können wir sogar da hingehen. Ich glaube nicht. Nein? Tom Tikva macht eine kleine Teppichpause. Die Kamera können wir nicht so gut drehen. Genau. Da gibt es leider Widrigkeiten, die das verhindern. Wir haben das ja schon ein paar Mal erzählt. Es gab 16 Drehbücher. Das ist sehr außergewöhnlich für eine Produktion, auch wenn sie so groß ist wie diese. Drei Regisseure, von denen wir versuchen, Tom Tikva gerade herzubekommen. Der will natürlich in den Saal. Ich verstehe es auch. Sie sind dran, dass Sie reingehen wollen und langsam natürlich Ihre Folgen zeigen wollen. Aber solange er noch nicht drin ist, kann er genauso gut auch zu uns kommen. So sieht's aus. Wenn wir Tom Tikva in Berlin haben, der Berlin eine ganze Serie gewidmet hat mit seinen zwei Kollegen, dann will er natürlich, Ich glaube, er nähert sich. Tom Tikva ist einer der drei Regisseure, wie gesagt, die verantwortlich sind für Babylon Berlin. Und da ist er. Wir freuen uns sehr. Schönen guten Abend, Tom Tikva. Hallo. Hallo, wie geht's? Gut. Ja? Ja, super. Wir sind so gespannt darauf, wie das ist generell mit drei, also noch mit zwei Kollegen zu dritt, so ein Riesenprojekt über Jahre zu stemmen. Also ganz einfach, es wäre absolut unmöglich gewesen, das alleine zu machen. Das ist ein solches Monster, es ist ein 12-Stunden-Film und wir haben den auch immer als einen Film empfunden und auch so gedreht. Und als Regie- und Autorenteam zu dritt zu sein, war das Minimum, weil wir natürlich völlig unterschiedliche Spezialitäten haben und sich nicht einer mit all diesem Kram beschäftigen kann. Und bei Filmen ist es ja sowieso so, dass du mit so vielen Leuten ganz eng zusammenarbeitest. Wir haben ein Büro gehabt, schon beim Schreiben, mit dem Szenenbildner Uli Hanisch, mit seinem ganzen Team. Die saßen nebenan, haben schon irre viel recherchiert, haben das Studio, den Studiobau in Babelsberg konzipiert. Das lief alles gleichzeitig. Und so geht das natürlich dann weiter. Kostümdesign, das sind ja alles Leute, Make-up, das sind ja Leute, mit denen muss man früh zusammenarbeiten. Und wenn das einer alles alleine gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich der Kopf irgendwann so deformiert, irgendwie einfach aus dem Fenster gefallen. Du hast ja Möglichkeiten gehabt für diese Serie mit deinen Kollegen natürlich zusammen, die es vielleicht so in Deutschland noch nicht gab. Meinst du, es ist jetzt an der Zeit, so viel Geld reinzustecken, so viel Energie, so viel Kraft hinter ein Projekt zu stecken, hier in Deutschland auch? Ja, ist ja schon passiert. Also ich habe das Gefühl, die Bereitschaft ist mehr als da. Und es war auch, also wir hatten irre Rückenwind bei der ganzen Produktion, also auch von den Partnern. Es war ganz toll. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwie so Angst herrschte, sondern einfach nur der Wille, jetzt ist es soweit. Und man muss einfach immer auch sehen, das deutsche Fernsehen hat eine ganz andere Geschichte und auch eine andere Substanz. Also wir haben auch wirklich eine andere Qualität immer schon im deutschen Fernsehen hier gehabt als auch Nachbarländer. Und es hat einfach ein bisschen länger bei uns gedauert als in anderen Ländern, dass diese Serien jetzt irgendwie Fuß fassen. Und wir sind ja jetzt gar nicht mehr die Einzigen. Es gibt ja zig Serien, die gerade auch in dieser Form gemacht werden und auch mit soliden, gut ausgestatteten Budgets. Und das ist toll. Warum ist das gerade so? Warum ist das gerade so ein bisschen die Zeit offenbar der wirklich professionell, hochqualitativ produzierten Serien? Geht das zu Lasten des Films? Na, weil sie natürlich auf der ganzen Welt gerade so Furore machen und wahnsinnig viele Leute das gucken und ein Publikum herangewachsen ist, das diese Art von Intensität will. Es ist eine andere Erzählform, das muss man einfach sagen. Der Spielfilm ist sozusagen eine Novelle und die Serie, diese Form von Serie ist wie ein dicker, saftiger, genau, Romanschinken. Und das lieben ja alle. Und ich glaube, es hat sich einfach jetzt durchgesetzt und wird vielleicht auch nur eine Phase sein. Das werden wir sehen. Ich habe überhaupt keine Angst um den Spielfilm, weil das ist ja eine Form, in die wir alle reingewachsen sind, die ja auch ganz große Qualitäten hat, eine andere ökonomische Kraft auch. Aber wir sind jetzt erstmal in der Serie zu Hause. Bist du auch nah dran bei X-Filme, wo das Ganze gewissermaßen irgendwo geboren wurde, wo, ich glaube,
glaube, Uwe Schott war es, die Idee hatte, aus diesem Stoff von Volker Kutscher machen wir jetzt was. Wie war die Zusammenarbeit eigentlich mit dem Romanautor, mit Volker Kutscher? Na, der ist natürlich unser heimlicher Superstar, weil der hat uns ja gerettet. Wir wollten Ewigkeiten schon was machen, also Henk, Achim und ich, wir wollten unbedingt was machen, was in dieser Zeit spielt. Und hatten unglaublich viele Ideen, aber natürlich eigentlich gar keine Substanz, weil die Zeit ist so reich, man könnte 100 Filme daraus machen. Und plötzlich gab es diese Romane und plötzlich wussten wir, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir ein Genre, was natürlich irre wichtig ist, es ist ein Genrefilm auch. Es ist ein Thriller, es ist ein Polizeifilm. Wir haben dann automatisch entsteht dadurch ein atmosphärisches Dach und wir hatten einen Plot, eine Geschichte, also mehrere substanzielle Geschichten, an denen wir uns auch immer wieder orientieren konnten, um uns nicht zu verlieren in dem Gewusel dieses Irrsinns dieser Epoche. Dann fehlte noch der Cast, auch das ist gelöst worden, herausragend, wie wir finden, wie glücklich seid ihr selber? Ja, wir sind immer noch ein bisschen sprachlos, weil das halt so wahnsinnig gut aufgegangen ist, zumindest aus unserer Sicht. Also wir haben jetzt weit über 200 Sprechrollen, das habe ich auch noch nicht ansatzweise irgendwie so gehabt in meinem Leben. Und wir empfinden das zumindest im Augenblick so, dass alles gut gegangen, alles, jeder am richtigen Ort ist und jede Figur und jeder Schauspieler sich da so reingeworfen hat, dass auch eigentlich fast jeder Charakter ein zweites oder ein drittes und manchmal sogar noch ein viertes Gesicht hat. Und dass, wenn man sich der Serie hingibt, dann entdeckt man das auch, dass man immer eine Haltung hat oder eine Meinung zu einer Figur, die dann wieder revidierbar wird und die dann nochmal eine neue Nuance kriegt. Und das ist ja das, was wir an Serien so lieben, dass man nie so ganz sicher sein kann, ist das jetzt wirklich ein guter oder was wird aus dem jetzt? Welche guckst du denn gerne? Bist du auch ein Binge-Watch-Mensch, der dann eine ganze Nacht durchmacht, eine Serie durchguckt? Was guckst du gerade gerne oder hast du gerade gar keine Zeit? Das ist ein bisschen schwierig gerade irgendwie sowas mit dem Binge-Watchen. Das schaffen wir nur mit unserer eigenen Serie. Haben wir gerade am Wochenende einmal durchgeguckt mit allen, die den Film gemacht haben. Das war ganz toll. Also im Riesenkino auch. Das war auch toll zu sehen, dass der Film wie ein Kinofilm daherkommt und das auch tatsächlich auf einer großen Leinwand aushält. Das werden wir heute Abend ja auch sehen. Das muss ich ja beweisen jetzt. Aber ich gucke gerne querbeet und finde das auch einen tollen Vorgang. Also ich gucke auch sehr gerne mit meiner Frau und dann sitzen wir da und dann ab so 2 Uhr nachts fängt ja dann die Diskussion an, noch eine und wer macht die Kinder morgen früh und okay, noch eine und noch eine und dann irgendwann geht die Sonne auf. Es sieht ja so aus, als ob es weitergehen könnte. Jetzt sind 16 Folgen abgedreht und werden veröffentlicht. Geht es denn weiter? Wir schreiben das jetzt einfach weiter und wer sich weigert, fliegt raus. Das ist genau das die ist richtige genau. Einstellung. Finde ich auch. Aber was wir gesehen haben und noch sehen werden, das lässt uns schon zur Vermutung hinreichen, dass es weitergehen wird. Vielen Dank, Tom Tickmann. Ich wünsche einen wundervollen Premierenabend. Und eine und tolle das, Party danach vor allem. Ne? Und dass du es genießen kannst auch. Dankeschön. Bis gleich. Tom Tickmann. So, mit vereinten Kräften haben wir ihn doch noch gekriegt. Ja, und, ich glaube... Es geht fast los. Wollen wir die 2 Folgen jetzt auch gucken? Wir wollen euch nicht eifersüchtig machen. Ab dem 13. Oktober könnt ihr sie auch sehen bei Sky. Ein Jahr später dann im 1. Übrigens, will ich dazu sagen, darf Sekunde, wir können nicht, wenn ich diesen Herrn jetzt erblicke, können wir noch nicht aufhören. Wir machen aufhören. Noch nicht Schluss, wir sind noch wir ein bisschen wollten gerade Werbung für die Ausstrahlung machen. Benno Fürmann, magst du ein bisschen nach vorne kommen? Wie geht's dir? Es geht gleich los tatsächlich. Wir gehen gleich rein. Was erwartet uns? Das bin ich selber gespannt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe wirklich noch nichts gesehen. Du spielst mit und hast noch nichts gesehen? Nee. Nein. Vor allem bin ich heute eigentlich nur ein Passant, der vorbeikommt, weil ich glaube, in Folge 5 erst auftauche. Also ich bin total gespannt, das, was wir auf Schwarz und Weiß gelesen haben, diese Dekade, die in Deutschland die spannendste Dekade war, die ist... Ich meine, was will man mehr? Man ist zwischen zwei Weltkriegen, man versucht die ersten Schritte in der Demokratie. Man hat einen künstlerischen Zenit, man hat politische Strömungen, die man ausprobiert. Und dazwischen gibt es Leute, die in der sozialen Klammer gefangen sind. Es gibt jede Menge Waffen, es gibt Freikorps und so weiter. Und dazwischen versucht ein Kommissar, einen Fall zu lösen. Ich freue mich. All das in Berlin, das klingt also Straßenschlachten, sehr spannend. Wirklich, muss man sich vorstellen, das ist alles, gut, es ist nicht mehr dieses Jahrhundert, aber letztes Jahrhundert, Straßenschlachten zwischen rivalisierenden politischen Gruppen. Die Diskussionen wurden damals anders geführt, ja. Ja. Heute auch anders, aber das brauchen wir jetzt nicht kommentieren. Es hat aber auch eine politische Message, sagst du.
Oder wird das so ein bisschen angehaucht? Wie in jedem guten Film, und ich hoffe, und was ich höre, ist es einer geworden, kann man sich natürlich rausziehen, was man möchte. Die Parallelen sind natürlich klar zur jetzigen Zeit. Die Hunde, die am lautesten bellen, die kriegen unter Umständen die größte Aufmerksamkeit. Ob das der richtige Weg ist, einfache Antworten zu geben auf komplexe Zusammenhänge, das muss jeder für sich entscheiden. Ich hoffe, dass wir aus unserer Geschichte lernen und dass dieses Wahlergebnis, was wir gerade hatten, sich nicht so wiederholt und sich auch nicht noch schlimmer wiederholt. Vielleicht drehen wir noch mal einmal auf den historischen Vergleich Berlin heute und Berlin damals in den 20er Jahren. Da war Berlin unfassbar angesagt. Heute ist es das gewissermaßen auch. Kann man das etwas vergleichen? Ich glaube, wir sind schon wieder nicht mehr so cool. Also wenn ich meinen Leuten Glauben schenken darf, international. Wir sind so ein bisschen unter dem, was damals stattfand. Ja. Aber heute Abend sind wir cool, weil ich wir glaube... Sind cool genug. Also ja, wenn eben. Ich uns so angucke... Also es geht schon, ne? Wir sind schon recht cool, glaube ich. Also dann hilf uns doch bei der Verabschiedung. Wir gehen jetzt nämlich alle rein und gucken, was... Wir gucken Babylon Berlin. Wir wünschen uns viel Spaß. Bleiben Sie uns gewogen. Ich sollte auch Fernsehmoderator. Ich bin auch. Ihr beide, guck mal, macht mal eine Doppel... Zurück zu dir, Erika. Das waren Benno und Gregor vom Teppich. Ja, nein, auf jeden Fall in der Tat tatsächlich, wir müssen jetzt zumachen. Dankeschön, viel Spaß, auch auf der Party nachher. Noch ein Dank gerne nochmal, am 13. Oktober geht's los. Dann also erstmal im linearen TV, wie es so schön heißt, auf Sky One. Doppelfolge auch, diese beiden, die wir heute sehen werden, 1 und 2. Und dann Woche für Woche immer wieder Doppelfolgen, also immer 2 am Stück, immer in Spielfilmlänge und On Demand mit Sky Go und alles dann jederzeit abrufbar. Und ich möchte noch dazu sagen, tatsächlich, wenn es in der ARD dann kommt, ja. Ein Jahr später, dann wird natürlich die ARD ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die auch einen Bildungsauftrag hat, das wissen wir zu schätzen, ich besonders, und das wird alles noch eingebettet werden, dann auch nochmal in historische Dokumentationen, um das Ganze... Ich liebe Dokumentation. Ja, tatsächlich, und es ist ja wirklich eine Zeit, wie Benno Fürmann schon gesagt hat, wie viele andere gesagt haben, die ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. 30er Jahre oder Machtergreifung ab dann bis 45 haben wir alle im Geschichtsunterricht 10-mal gemacht, aber diese 20er Jahre waren entscheidend und waren richtungsgebend für das, was danach eben kam, und diese Zusammenhänge zu verstehen, ist wichtig, gerade aus heutiger Sicht, wie Benno Fürmann eben auch gesagt hat, um das nicht zu vergessen, was nämlich da passieren kann, wenn man die falschen Knöpfe drückt und die falschen Leute wählt, möglicherweise, das wird dann die ARD nämlich ein Jahr mit großem Mehrwert auch leisten, was ich toll finde. Ich finde das auch toll. Ich fand das toll, heute diese Weltpremiere von Babylon Berlin mit dir moderieren zu dürfen. Das gebe ich gern zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen und wahrscheinlich bis zur nächsten Babylon Berlin Premiere. Es scheint auch danach weiterzugehen. Toi, toi, toi. Tschüss.